Hallöchen, hier sind Celine und Leobella. ja, wir wollten euch noch mal was zeigen zum Sonntag. Ich werde das Video auch gleich hochladen, ohne es zu bearbeiten. Ich hoffe, wir müssen nicht zehnmal anfangen. Und ihr seht, hier ist ein leerer Stoff. Und die Leobella hatte eine super Idee, die ich zum Anfang überhaupt nicht verstanden hatte. Und jetzt haben wir darüber gesprochen und jetzt lässt mir das keine Ruhe mehr. Und vielleicht, Leo, könntest du mal ganz kurz erklären, wie du drauf gekommen bist, das zu machen? Und dann probieren wir das gleich mal hier aus. Ja, also das gibt ja bei DMC gibt es ja diese DMC-Farbkarte zu kaufen. Und für mich, um Geld zu sparen, habe ich mir gedacht, dass ich mir die Karte selber mache. Ich habe mir also die DMC-Legende rausgesucht und habe mir die Zahlen auf den Stoff gestickt. Und die dazugehörige Farbe daneben angestickt. Und ich hatte das zum Anfang nicht verstanden. Sie hatte mir den Anfang gezeigt. Und dann habe ich gedacht, wieso macht denn die für das Bild das, die DMC-Farben? Das ist doch totaler Blödsinn. Also, das ist ja so viel Arbeit. Bis wir jetzt uns gerade eben unterhalten hatten. Und da habe ich schnell ein Stück Stoff rausgesucht. Ich möchte das auch haben. Aber ich habe es weiterentwickelt. Und zwar habe ich doch dieses chinesische Garn noch gekauft und habe doch dort auch gemerkt, dass es da Unterschiede gibt. Ich werde jetzt die Nummer hier hinschreiben. Die Nummer hier hinschreiben. Also es geht los mit dem roten Garn. Da hatte Leobella eine schöne Übersicht. Die habe ich mir gleich mal ausgedruckt. Und dann kommt eben halt die anderen Farben. So. Also erst die Rottöne, dann die Grüntöne, Blautöne und Braun-Schwarztöne. Genau. Und wenn das dann mal später fertig ist, ich habe hier so ein schönes großes Stück Stoff. Muss mal gucken, wie weit. Ich fange einfach oben an und dann werde ich ja sehen, wie viel ich davon brauche. Das kommt dann in einen Bilderrahmen. Und habe ich noch Platz hier irgendwo zum Hinhängen? Dann will ich mir das irgendwo hinhängen. Super tolle Idee. Ich durfte die Idee aufgreifen und das weitermachen, also das auch machen. Und ich habe aber noch ein Stück weiter gedacht, nämlich das chinesische Garn. Hat ja manchmal so klein wenig Farbnuancen. Da werde ich zuerst die DMC-Nummer stecken und daneben das Garn von dem Chinesen. Von dem Chinesen. Von dem Chinesen. Von dem chinesischen Garn. Und dann habe ich ja, beide in der Übersicht und dann kann ich immer entscheiden, nehme ich das chinesische Garn, sieht das so ähnlich aus wie DMC-Garn, denn das wäre jetzt eine Wahnsinnsaufwand, das immer jedes rauszusuchen und daneben zu halten. Ich habe zwei für dich und wir beginnen mit der Zahl 3713. Mal gucken, ich kann euch ja auch noch mal runterbeamen. Ich habe mir beide Garne hier auch schon rausgesucht. Ich weiß nicht, ob es ein Unterschied ist. Aber das werden wir ja gleich sehen. Davon brauche ich ja immer nur einen Faden. Und was man halt auch machen kann, wenn man DMC-Garn übrig hat, dann kann man ja auch gleich das in den Nummern reinsetzen. Entweder das chinesische oder halt das normale DMC-Garn.
So, jetzt lasse ich oben mal ein bisschen frei, weil, hat gesagt, von hinten anfangen. Von hinten, weil ich ja vielleicht hier oben noch einen Rand machen möchte. So. Als erstes die Nummer. So. Ach nee, das mache ich ja nicht als Kreuz, das mache ich ja als Ops. Ja. Zahlen habe ich auch noch nicht gestickt. Ist für mich auch erstmal primärer. So. Das ist jetzt, muss ich ja als so Art wie Beckstich machen. So, das ist immer nur ein Kästchen, wa? Ja. Oh. Ich weiß auch gar nicht, was das für eine Größe hier ist. So, jetzt stecke ich die drei. 3 Stunden später haben wir vielleicht mal die drei erreicht. Guck mal, das ist ganz schön klein. Ja, das Stück Stoff hatte ich übrig gehabt. Muss mal gucken, ob mir das gefällt, so klein. So, jetzt haben wir die drei fertig. Kommst du mal gucken, ob dir das auch zu klein wäre oder? Nö. Nee. Super, dann lasse ich eine Reihe frei. Aber weil ich ja die einsticke, muss ich zwei freilassen, wa? Damit das dann wieder schön untereinander passt. Wie war denn das? Ins Freie. Eins frei. Aber wenn ich dann die 6 mache, darunter, wie hier, wo ich das hier auf dem Bild sehe, naja, ich mache erstmal die 1 hier. Dann muss ich 2 freilassen bis zur nächsten Zahl, so meinte ich das. So, die 1 ist ja super, die sticke ich einfach nur so. Zack. Da habe ich aber auch zwei Dings gemacht. Jetzt habe ich 1 gemacht. So, jetzt lasse ich 2 frei. Naja, seht ihr gleich, weil ich für die anderen Zahlen auch 2 brauche, dass das besser untereinander. So. Dann wäre ich bei der 7 auch, ne? Seht ihr das überhaupt? Ja. So, ich lade dann das Video gleich hoch. Diesmal ohne irgendwas, weil es ja noch zum Wochenende gehört. Damit ihr noch einen kleinen anderen Eindruck habt, was wir hier am Wochenende angestellt haben. So, das ist die 7. Das geht ja leicht. Und dann kommt noch mal die 3. Da lasse ich jetzt nur noch 1 frei. So. Ja, ich hätte mir jetzt auch Zahlen raussuchen können, die schön aussehen, aber das. Habe ich auch geguckt. Ich habe ein Ja. schönes gefunden. Das ist ja super, wirklich super schnell gemacht. Und die wären auch größer gewesen, denn. Ja, und dann werde ich immer, wenn ich jetzt DMC-Garn habe, übrig habe, zum Beispiel von den Stickbildern. Also normalerweise könnte man das bisschen Garn, was man dafür braucht,
kann man das überall mit einsetzen. Also jetzt hier sticken praktisch. Da gibt es überall in Faden was übrig ist. Also ein Faden, den man nehmen kann. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. So. Na, Restefaden, oder? Ja, danke, Restefaden. So, das ist die 3713. Ich lasse den Faden mal. Mach doch gleich die nächste. Ja, nee, ich mache jetzt nicht die nächste, weil. Aber ich kann das schon mal. Wie viel hast du freigelassen? Auch wieder bloß eine. Eine Reihe. Die 7 kann ich ja schon mal. Hier, wo die 7 dann hinkommt, weißt du? So. Ich muss mal gucken, wie das aussieht. Ja, sieht ein bisschen klein aus, aber es ist, ach, es ist eigentlich Schnurzpup. Es sieht sehr klein aus. Wahrscheinlich, weil das hier 18 Count ist oder 16 Count. Ich habe keine Ahnung. Ich muss mir jetzt mal unbedingt das auf den Stoff schreiben, wenn ich das bekomme. So, und jetzt habe ich die beiden Fäden. Das ist das echte DMC-Garn. Da nehme ich mir ein Stück raus. Ich versuche mal hier ein bisschen zu ziehen. So, länger brauche ich nicht. Das ist praktisch einmal gezogen. Und wo hast du die Schere schon wieder hingeschmissen? Die hast du bestimmt verbuddelt unter deinem Stoff. Na, wir haben ja jetzt hier alle Scheren da. So ist es ja nicht. So. Jetzt schneide ich mir das einfach ab. Oh Mann. Oh. Muss ich bloß dran denken, dass ich das hier wieder mit einklinke. Ich habe ja den ganzen Schrank voll mit echten DMC-Garn. So. Jetzt ist natürlich die Überlegung, wie viel nehme ich denn jetzt? Muss man sie auch ausprobieren. Ne? 4 Kreuze und dann nochmal 4 Kreuze daneben. Ist ja auch eine Platzfrage dann später, wenn ja dann die nächste Reihe dazu kommt. Ich weiß nicht, ob das reicht bis runter. Man hätte ja mal zählen können, aber es hätte alles so lange gedauert. Und das ist jetzt mein Restebild für Sticken. Mein Reste-Stickbild. So, genau. Dann kann ich jetzt alle Reste hier verarbeiten und mir aufsticken und sagen hier, ja, man könnte sich es auch einfacher machen, ne? Man könnte sich das auch kaufen. Aber Leo Bella hat schon recht. Warum? So. Jetzt lasse ich 1, 2 frei. Oh ja, jetzt kann ich Kreuzchen machen. Ja. Ja, Kreuzchen. Und ich habe gesagt, ich muss da gleich anfangen. Ich will das wissen, wie das aussieht. Darf ich deine Idee nehmen? Und dann ging's los. Ihr wisst ja, ich mache da lange, nicht lange hier Palaver drum. Und es ist ein schönes Projekt. Das ist genauso wie das Restebild. Restebildprojekt bei Diamond Painting. Nur, dass du da nicht ganz viel Schwarz brauchst. Genau. So. Das ist natürlich hier mit Festhalten nicht so schön.
einen Stickrahmen. Wenn ich ihn hätte. Na hier, der Kleine. Der? Nee, das ist ja, da komme ich ja wieder oben nicht zurecht. Das ist ja der Kusnap. So, heute sind es 29 Grad nur. Das ist der blanke Wahnsinn, also Halleluja. Eis müssen wir noch essen nachher. Ja. Wollten wir die ganzen Tage schon essen und dann hat man immer keine Zeit. Oder vergessen. Oder vergessen. Genau. Oh, das sieht süß aus. Oh, das sieht so süß aus. So, heute ist Sonntag, damit ihr mal wisst. Ich werde das gleich hochladen. Das hat mir nämlich Leo Bella auch gezeigt oder gesagt, wie man das macht. Ich wäre da nie auf die Idee gekommen, das gleich hochzuladen. Naja, man lernt nie aus. Ja, ist dann aber halt ohne Vorspann, ne? Ja, das werden sie einmal verkraften. Ja. Das ist Wochenend. Immer wieder Sonntag. Ja, und das kann ich ja dann auch zwischendurch mal zeigen. Ich werde wahrscheinlich in einer ruhigen Minute mal alle Zahlen machen vom Rot. Und so, jetzt bin ich gleich fertig. Und wenn ich dann mal einen Rotton habe, dann kann ich den ergänzen. Dann muss ich nicht alle DMC-Garne hier anschneiden. So, das hat aber gerade so gereicht. Das ist ja wunderschön. Vernähen. Abschneiden. Fertig. Jo, mal gucken, ob ihr das seht. So. Das war... Oh, sind schon 18 Minuten rum. Ja, schön. Das war Farbe Nummer 1, DMC. Und jetzt daneben kommt das chinesische Garn. Ich komme jetzt nicht auf den Begriff CMC oder CMD oder irgendwie so. Fällt mir jetzt ohne ein. Dann nehme ich mir wieder einen Strang und mache das praktisch doppelt. So, gleich ordentlich weglegen. Und dann kann man ja mal gucken, ob das wirklich die Nadel ist schon wieder weg. Nee, unter dem Stoff an der Schere. Jo. Ach, bloß gut, dass ich dich hier habe. Du. Mein Gott, seht ihr, so ist das. Ich muss mir hier nochmal an den, hier nochmal vielleicht so ein Magnet dran machen. Na, wo ist denn dein Schmetterling, den du Ah, nee, das ist so dünn. Das ist so kurz. Dann nehme ich doppelt. Da habe ich bei doppelt liegen, war ja so klein gewesen. Mein Schmetterling ist da. Jetzt muss ich mal gucken. Jetzt sind die, haben die Fäden hier unterschiedliche Längen. Nochmal. Das ist ja das Längste. Nee, das ist ja.
Super. Dann kann ich das gleich wegmachen hier. So, also. Restebild. Zweite Farbe. Ich muss jetzt diesen hässlichen Einfädler nehmen, weil ich die anderen alle versaubeutelt habe das Wochenende. Sogar der magnetische ist weg. Bestimmt irgendwo im Na, ich habe es aber nicht klappern gehört. Ja, das öfter mal geklappert. Ach so, na, das waren ja die Perlen. So, ich muss mal gucken, ob ich hier im Bild bin. Ich lasse praktisch eins oder zwei frei. Ich hab Nee, dann zwei nehmen frei. das. Du Aber ich hast ja hab nicht. zwei, glaube ich. Ach so, Weißt du, was ich zwischen den meine? Farben. Ja, ich lasse auch noch mal zwei frei. Dann kann man das vielleicht besser sehen. So, eins, zwei. Genau. Ach nee, ich muss ja anders anfangen. Nee, das ist nicht für mich hier. Mit dem ohne Stickrahmen. Das mit den Stickrahmen aus die komischen Schmetterlinge. Wo? Na, jetzt habe ich ja gleich. Guck mal, jetzt ist ja gleich fertig. Ich brauche ja bloß noch hier die 8 Kästchen machen und dann ist gut. Ich mache mal gleich doppelt. Also mit einem halben lang runter und dann wieder hoch und dann. Ich würde sagen, das DMC-Bild ist ein Tick heller. Das chinesische Garn ist ein Tick heller. So, bin ich drin, ja. Leo Bella sitzt in meinem Lieblingssessel und stickt auch. Wie so eine alte Oma sieht das aus. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, er hat sogar den Schreibtisch freigegeben für mich, Ja. damit ich filmen kann. Na klar. Zu gütig. Oder? Das ist echt Eigentlich bin phänomenal. ich doch schon eine Nette, oder? Ja, ab und zu Ja. bist du schon nett. Na ja. Vor allen Dingen, wenn du schläfst. Nee, nee. Das geht hier rund bei uns. Das ist schön. Das ist wirklich eine schöne, wie soll ich sagen? Ah, hier habe ich wieder. Alles klar. Ich muss unbedingt oben abkleben. Ach so, wegen die Fummel. Ja, wegen den Puzzeln hier. Schön, wenn man ein gemeinsames Hobby hat und dann Sich an diesem austauschen kann. ja sich austauschen kann. Das ist für mich auch super. Na. Jetzt habe ich hier oben schon quer. Also
Für mich sieht es aus wie 18 Count. Aber ist ja nicht schlimm. Es ist ja auch nicht größer auf den Karten, weißt du? Na, noch kleiner eigentlich, war, oder? Na, es gibt ja auch Karten, wo du richtig das anfassen kannst. Also richtig auch wie reingesteckt. Aber oben, das kann man sich selber machen. Und das, ich finde das eine schöne Sache. Sollte mal später jemand mein Stickzeug übernehmen, dann kann er das gleich mitverwenden. Ich hoffe ja stark an meine Enkelkinder. Jedenfalls die Kleine, dass die später mal stick wird. So, ich hab's geschafft. Ja, ich wollte euch das mal an einer Zahl zeigen. Vielleicht kann, wenn Leo wieder zu Hause ist, dann kannst du ja auch noch mal zeigen. Ja. Ich glaube, das interessiert bestimmt einigen. Oder dass die sagen, oh ja, ich möchte auch gerne sowas haben oder sowas machen. Ja, ich hol's noch mal ein bisschen ran. Das war Nummer 1. Ja, ist doch gut, wa? Naja, das sieht man kaum einen Unterschied, oder? Ja, weil jetzt auch eine helle Farbe ist. Gut, das war's zu meinem Restestickbild. Also, wenn ihr mehr wissen wollt, dann abonniert unsere Kanäle. Abonnieren, liken, teilen, kommentieren. Genau, dann, wie sagen sie immer, dann kommt der Algorithmus mehr in Fahrt. Bis zum nächsten Mal und ich lade das Video gleich hoch ohne irgendwelchen Klimbim. Ciao, Celine und Leo Bell.